Da muss ich mich doch noch an ein paar dieser... Konzentrier dich, Crosby. Nur ein Funke reicht aus. Fleischer, vorbei schleichen. Weswegen muss er sich konzentrieren? Konnte ich die eigentlich von hinten würgen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Genau, ach, das, die hatte Geld gekostet, das war das. So, Ventil Nummer 4. Was? Der Schlüssel sitzt auf einem anderen Ventil. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo meinen Schlüssel hängen lassen. Ich dachte, der macht das zu oder auf oder was auch immer und nimmt den Schlüssel wieder mit. Oh Gott. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. War das nicht hier? Ah, ich muss das... Ah, okay. Ich hab's einfach nur... Alles klar. Hab ich's einfach nur draufgesetzt und nicht gedreht. So, dann... mache ich jetzt das als nächstes. Ich mach das nicht in der Reihenfolge. Muss nicht sein, denke ich mal. Ventil Nummer 4 aufdrehen. Das speichert mir schon mal. Das finde ich nett. Nach dem letzten Ventil müssen wir schon nicht sehen, dass wir hier schleunigst rauskommen. Ich versuche... Oh Gott, es geht hier schon richtig los. Ich versuche mir diese Tür da zu merken. Ich nehme an, das ist mein Fluchtweg, deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn man das vierte Ventil auch als letztes macht. Ha. Dann gehe ich jetzt zu Ventil 1, weil jetzt ich könnte echt Probleme haben, dann hier noch rauszukommen, ne? Und jetzt kommt die Ecke wieder. Bin ich da überhaupt? Bin ich denn... Ich gucke jetzt hier, ich glaube, ich muss da irgendwie hin. Gibt es da einen anderen Weg rein? Aber ich muss ja auch meinen Fluchtweg planen, da darf mich keiner mehr stören. Gerade kurz etwas konzentrieren. Was ist denn mit zwei Explosivbolzen? Ich muss einfach mal ein bisschen die Waffen ausprobieren. Da sind noch zwei. Die würden sowieso sterben. Steuerung links drücken, um Nahkampf zu blocken. Ich krieg allerdings trotzdem Schaden. Das mag ich gerade gar nicht. Aber ein Kopfschuss ist immer sehr hilfreich dabei. So, ich habe es euch erspart, hier in der Explosion zu sterben. Ist das nicht freundlich von mir? Explosive Mischung. Wir haben das hier bei den schlafenden Aufsehern gefunden. Probiere beim nächsten Mal, den zu zerkleinern.
den du zerkleinern musst, dies tief in den Körper zu stecken. Sie sollten das Fleisch zart machen. Und selbst wenn nicht, solltest du deinen Spaß haben. Okay. Aber pass auf, dass du dich nicht selbst in die Luft jagst. Klar, macht das Fleisch zart, indem ihr Granaten reinsteckt. Das habt ihr also hier gemacht. Moment, Beute. Da ist noch Beute. Das Ventil Nummer 2. Ich mache erstmal Nummer 1, wenn ich darüber komme. Ich höre, da ist da noch ein Wal am Leben, der da irgendwelche grauenvollen Geräusche von sich gibt. Ich würde gerne da hochkommen. Oh oh. Ach du Schande. Hallo. Können wir den irgendwie erlösen? Das ist ja fies. Okay, da ist jetzt wieder so einer mit Schutzmaske. Da wird, ich habe leider nur noch eine Blitzmine. Da treffe ich mit meiner Karpaliste nicht. Karpalista. Das Ding da hat genug Saft, um den Wal mit einem Mal zu töten. Sie sollten das tun. Es sind zwar nur Tiere, aber dennoch. Das heißt hier nur Tiere. Das sollte ich nicht nur tun, das werde ich auf jeden Fall tun. Wenn ich nicht vorher erschossen werde von den dummen Fleischern. Mich aus dem Auge verloren. Du löst dich auf, du wirst gefressen. Ach, die Ratten haben wieder ihren Spaß da unten. Ja, falsche Taste. Mein Gott, die sind echt. Verdammt zähe Ochsen. Oh, Rune, hallo. Oh, ein mysteriöser Gegenstand, den kennen wir aber zu Genüge. Das ist eine Rune. Meine Fresse. Ich hasse die Typen. So. Ich werde dich erlösen. Ich komme. Bevor ich hier weiter rumsuche, sollte ich dich erstmal, ja. Ach, hallo, auf die Treppe drauf. Tod eines Wals durch Stromschlag. Ich habe dieses Gerät entwickelt, um das Nervensystem des Wals zu stimulieren. Es soll die Ölabsonderungsdauer und die gewonnene Ölmenge jedes Fangs verlängern. Es ist so widerwärtig. Leider kann das Gerät zum Augenblick des Todes der Bestie führen. Augenblicklichen Tod. Gut. Spannung erhöhen. Tödlichen Stromschlag geben. Du wurdest genug ausgebeutet. Hab ich das jetzt richtig gemacht? Ich glaube, da muss ich erst noch was anderes tun. Moment. Wahrscheinlich erst noch den Strom richtig... die Höhe der Elektrizität... Ja. Da muss ich mal Tanks reinstopfen. Das macht Sinn.
Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unnötig gequält damit. Ich glaube, da sind gar keine Wahltanks drin. Holen wir. Meins. Und Nummer 2. Während die Ratten abgelenkt sind. So. Ja, wird Zeit, dass wir die ganze Scheiße hier in die Luft sprengen. So, Ventil Nummer 1 ist das. Hä? Doch da in der Ecke. Ah. Oh. Da fliegen schon Sachen in die Luft. Okay, die Tür war irgendwo da. Ich speichere erstmal. Ja, da. Ja, ich hab noch Zeit. Ich dachte, das würde jetzt nicht so ein bisschen auf Zeit gehen, dass man jetzt sich irgendwie ein bisschen hier beeilen muss, dass man rauskommt. Aber anscheinend nicht. Wir müssen noch zu Abigail gehen. Ah, das hätte die Sache so ein bisschen spannender gemacht. Wahrscheinlich sollte ich trotzdem nicht zu lange verweilen. Gehe irgendwo da oben. Komme ich denn da noch mal hin? Hä? Wieso kann ich nicht mehr öffnen? Hatte ich nicht vorhin noch den Schlüssel dafür? Oh. Sackgasse. Hey, ich bin angekommen. Hallo. Erledigt. Die Zeit ist knapp. Und nun zur Delilah. Sie segeln in trüben Gewässern, Assassine. Nun, es heißt, einer von Rothwilds Geschäftspartnern hätte ihm das Schiff günstig abgetreten. Ein gewisser Justitia Arnold Titsch. Sie wollten einen Teil des Walöls auf dem Schwarzmarkt verkaufen, statt es dem Nordregenten zu geben. Verrat. Sind Sie deswegen hier? Ich habe meine Gründe. Der Schwarzmarkt interessiert mich nicht. Interessant. Ist nämlich nur die halbe Wahrheit. Arnold Timsch hat Rothwild das Schiff verkauft, weil er Angst vor dessen Namensschwester hatte. Timsch hatte sich in eine Malerin namens Delilah verliebt. Der Skandal des Jahres. Ein schrumpeliger alter Kauz, der sich wegen eines Dienstmädchens wie ein alberner Schuljunge benimmt.
Soll ich raten? Es ging nicht gut aus. Tut es nie. Aber hier wird's mysteriös. Etwas muss ihm Angst eingejagt haben. Er verließ das Mädchen über Nacht und verhökerte das Schiff zum Spottpreis. Dabei ist Timsch nicht gerade zart beseitet. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, fragen Sie ihn doch selber. Aber er wird es Ihnen kaum verraten. Dann sind wir wohl fertig. Treffen uns draußen. Okay. Also, dieser Justiziar Arnold Timsch nannte einen neuen Walfänger nach einer Malerin namens Delilah, der mit Haut und Haar verfallen war. In einem Anflug von seltsamer Panik trennte er sich jedoch von ihr und merzte alle Erinnerungen an sie aus. So, Hauptausgang. Ich komme. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier schon mal war. Da liegt noch was. Während hier alles zusammenfällt. Oh, noch ein Tresor. Oh nein, ich habe die Kombi nicht. Ich kann jetzt nicht noch Kombis. Ups. Drin. Hm. Ich dein Herr, oder nicht? Ich habe 100 von deiner Art getötet und werde noch 1000 weitere töten, bevor es vorbei ist. Ich hole mir dein Öl und verfüttere dich dann an meine Fleischer. Klagenden Lieder der Wahl. Sie sind nicht sonderlich ergreifend. Was ein irrer Typ. Ich glaube nicht, dass sie eine Seele besitzen. Aber beim Outsider, ich selbst besitze eine. Mag sie auch klein, verschrumpelt und düster sein. Sing mir ein Schlaflied, während ich mir noch einen einschenke. Sing. Okay. Ich weiß jetzt auch spontan nicht, wo ich diese Kombi finden würde. Machen wir uns weiter Richtung Hauptausgang. Naja, jetzt muss ich da wieder auf die andere Seite. Wie komme ich denn jetzt? Ich habe gerade keine Ahnung, wo der Hauptausgang ist. Ich habe null Überblick in dieser Fabrik. Aber wenigstens nehme ich dabei noch ein bisschen Beute mit. Also oben komme ich nicht weiter, da unten komme ich nicht weiter. Ich komme hier wahrscheinlich nicht lebend raus. Au. Das war der Kühlraum. Hier laufen dummerweise aber noch Leute rum. Ich meine, ich hätte zumindest eben jemand gehört. Ja. Will die sich nicht auch in Sicherheit bringen, nein? Ich habe da doch gerade noch Beute gesehen. Ach so, das war nur Essen.
Oh, warte, da. Kugeln. Shit. Es gibt Probleme, Jungs. Verteilt euch und seid schön wachsam. Komm ich nicht hoch. Gar nicht so einfach, hier wieder rauszukommen. Au. Scheiße. Noch 20 Meter, das schaffen wir noch. Hoffe ich. Wenn ich nicht lebend wegkomme, kommst du aber auch nicht lebend weg. Exit, aber ich glaube, die Tür ist zu. Hier stürzt alles ein und er denkt nur dran, mich zu finden. Wenn ich der wäre, würde ich hier rausrennen. Ich gehe jetzt so ein bisschen den Weg, den ich, glaube ich, auch reingekommen bin. Ich hoffe, das geht auch. Ich weiß nämlich nicht, ob da unten die Tür auf ist. Ist die offen? Die ist aber auch nicht auf. Doch. Zum Schlachthaushof gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt habe ich nicht den Ausgang genommen, den man nehmen sollte, aber Hauptsache ich bin draußen, würde ich sagen. Okay. Triff dich mit Billy Lorg, um dich auf die Abreise... Den Rest habe ich nicht lesen können. Auf die Abreise vorzubereiten. Okay, wir treffen uns mit unserer Assassinen-Kumpelin. und ich hoffe, mir explodiert das Haus jetzt da nicht im Nacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.